Häufige Fehler, die ich oft dabei beobachte, wenn die Leute Bizeps an der Maschine trainieren wollen. Sie setzen die Ellbogen viel zu weit außen hin, lehnen sich da irgendwo rüber und curlen dann hoch, sodass die Ellbogen ganz weit außen sind und gar nicht in einer Linie mit dem Arm bzw. dem Handgelenk verlaufen. Besser wäre bzw. richtig, die Ellbogen in einer Linie mit Schulter und Handgelenk zu positionieren und von hier aus dann gerade hochzukurlen, sodass wirklich der Bizeps komplett arbeiten kann. Zweiter Fehler, den ich oft beobachte beim Bizeps-Training, ist, wenn die Belastung hoch wird, der Satz sich dem Ende nähert, dass die Leute gerne anfangen, die Ellbogen währenddessen nach innen zu führen, um somit noch mehr aus der Übung rauszuholen. Das Problem hierbei ist, wir bringen den Ellbogen, das Handgelenk und die Schulter in eine sehr unnatürliche Position und verursachen so Verschleiß und andere Probleme in diesem Bereich.